Hallo? Na, Roland? Na, ihr zwei Hübschen? Päffle? Oder was? Was jetzt? Das da? Ihr habt Kabine 8. Okay. Okay. Haben alle. Das ist schon fett. Grundsätzlich ein- und aussteigen aus dem Segelboot funktioniert im Endeffekt eigentlich so, dass wir die Boote von oben ins Wasser schmeißen und die dann einfach zu so einer langen Kette anhängen. Und dann wird immer ein Boot, neben unserem Segelschiff läuft ein Dinghy her, also so ein kleines weißes Schlauchboot. Und da wird immer ein Kajak hingezogen an dieses Schlauchboot. Ihr steigt einfach die Leiter runter, habt euer Zeug an, Spritzdecke an, Schwimmweste an und habt euer Paddel dabei. Schmeißen, mal reinkrabbeln. Aber ihr werdet feststellen, alleine in so ein Boot wieder reinzukommen, ohne dass einem jemand hilft, ist nicht sonderlich leicht. Vor allem, wenn Wetterverhältnisse sind, wo sowas dann auch umkippt. Wenn es ganz ruhig ist, geht es noch besser. Aber wenn das Ganze dann in alle Richtungen sich bewegt, ist das sauschwer. Und von daher ist dieses Floß für uns das Beste. Dadurch haben wir ein relativ stabiles Floß. Der schwimmt, der krabbelt einfach von hinten auf das Boot drauf, robbt davor und wenn er ganz vorne ist, dann lässt er einfach sein Hintern in die Schüssel reinbrumsen. Ja, und wenn ich den Hintern drin habe, dann stecke ich die Füße rein und dann ist aber immer noch das Wasser in dem Boot. Normalerweise mache ich sogar die Spritzdecke zu, weil reinfallen tun wir immer dann, wenn wir auch einen Wellengang haben und nicht, wenn es so schön ist wie heute. Das heißt, ich mache die Spritzdecke zu, selbst wenn Wasser im Boot drin ist, stecke diese Lenkpumpe ins Boot und pumpe das Wasser praktisch aus dem Boot raus. Cappuccino. Ja. Du, vorhin, da, wie wir da an dem Dorf vorbeigefahren sind, da hast du den Bäcker gerochen. Haltet Frühstück! Seht das! Erste Aktion wäre. Mann über Bord! Ja, Mann über Bord! Ganz laut, dreimal schreien. Mann über Bord! Mann über Bord! Mann über Bord! Okay, so dass auch jeder hört. Dann, zweite Aktion wäre. Rettungsring greifen. Okay? Die Rettungsringe befinden sich zwei an der Seite auf Bordseite. Dann haben wir einen an der Wand hinter der Küchentür. Dann haben wir noch einen Ring hinten an der Brücke. Okay? Werft den Ring rein und zeigt mit eurem Arm auf die Person, okay? Und lasst sie nie aus den Augen, das ist ganz wichtig. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben 4 Meter hohe Wellen, es regnet, es hat eine starke Strömung, die Person verliert ihr innerhalb von 2 Minuten aus den Augen. Darum ist es ganz wichtig, dass ihr immer ungefähr die Position anzeigt, wo der Person über Bord finden könnte. Nach dem anderen mit dem Rücken zum Eingang. Genau. Hände nach oben. Wir in der Insel. Oh! Greifen im unteren Arm. Okay. Schulter halten. Okay. Drücken wir ihn einmal ins Wasser rein und lassen uns zurückfallen. Okay. Und so können wir ihn über diesen Rand in unsere Insel reinziehen. Am einfachsten ist, wenn die größere Person oben anfängt zu greifen, okay? Genau so. Okay? Zack, der, dran, okay? Zack.
Tag, 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 Tag. Ein bisschen schneller. Tag, Tag. Das Segel muss nur noch schneller rauf, dann, okay? Gut. Das heißt, belegen. Schau immer von wo das die Leine herkommt, du wirst zuerst unten durch. Okay? Also, ja, das ist falsch. Das heißt, du wirst zuerst von dieser Seite herankommen. Was mal los? Du wirst von hier kommen. Okay? Wenn das Seil von rechts kommt, gehst du zuerst rechts unten durch. Das ist so. Okay, jetzt mal weiter was. And! Ball! And! Ball! Okay, tie off, erstmal. Ball! Auf Ball musst du schon ziehen. Ich muss schon ziehen. Das ist alles Teamwork hier, okay? Okay, genau. Dann kannst du es belegen. Keine Ferien da die Woche. Ja. So. Armlänge ausstrecken. Uhrzeigersinn. Genau. Und rein. Bravo! Durchfahren, schätze ich, durch die Lücke, ja. Sehr schön. Wer muss jetzt mehr schieben? Ah, da blubbert's. Da kommt's ganz heiß raus. Geh nochmal ins Wasser zurück, ganz ruhig. Geh einfach ins Wasser zurück, ganz ruhig. Anders, oh, das wird. Okay, haben wir auch. Gut. Ganz ruhig. Immer ein Fuß links, ein Fuß rechts vom Boot. However you do it. Andersrum. Das wird jetzt. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Einmal drehen. Ja, genau. Einmal drin. Komplett einmal. Weiter. Nichts passiert. Oh, jetzt wird ausgepumpt. Bravo. Perfekt. Warte. Sauber. So, jetzt kommen wir. Wir haben es gleich mal getestet, wie das geht, das Szenario. Du bist eine Warnboje? Ich hab eine. Dann müssen wir dich ja mal ein bisschen rot anmalen. Von solchen Rennfahrern wie hier. Das kommt sonst wo. Greifst du mal immer weh und was du siehst alles. Das ist echt der Schau. Überschreiten sich die Generationen schon ewig, ob es jetzt. Wir machen Tee vielleicht? Über etwa 15 Kilometer, die aber total abgesichert wird, weil ja der Ronny mit seiner Florette uns begleitet und bei Bedarf sogar an Bord nimmt bzw. schleppt. Ja. Also ihr seid nicht auf euch, nicht, also wirklich, ich lasse jetzt ein Stückchen vorfahren.
bin ich ein Anker und wir holen euch dann so langsam ein. Und ich werde zu der Mitte der Gruppe mit rüberdüsen. Jetzt können wir ja mal generell noch eine Sache kurz klären. Also wenn jemand das Paddel so in die Höhe nimmt und fängt an so zu schwingen, dann ist das für mich ein Notfall, okay? Und dann werde ich kommen. Also echt schnell auch. Wirklich schnell. Man nennt es auch Inselcrossing Light, was wir da das andere zeigen. Nach deiner Version. Das andere wichtige Zeigen ist der Fels. Weiterfahren. Weiterfahren. Mal ein bisschen mit dir, echte. Full Hand! Ich habe ja Höllenbild gemacht. Wieso? Das kann man nur in der Hölle fotografieren, sowas. Wieso? Blutrot. Die Schlacht am kalten Buffet. Genau. Hagen, was schaust du so gierig? Die anderen sind was anders machen. Also Gruppe 1, das ist, die müssen wir vor den Kajakleuten an Land schicken, deswegen auch schon so früh. Dann booten die Gruppe 2, bootet aus und macht einen Schlag von Salina nach Lipari. Eine schöne lange Strecke von 9 Meilen. Mittagessen ist selbstständig. Circa 14 Uhr müssen wir dann einen Bootwechsel machen. Also die, was heute Morgen an Land waren, die bleiben mit mir an Bord. Und wir fahren runter zu diesen Faioni, wunderschöne Felsen. 14 Uhr Wechsel der Boote und die, was gepaddelt sind, kommen an Bord. Die dürfen dann im Endeffekt den Krater besteigen. Und die andere Gruppe, die was heute Morgen an Bord ist, beziehungsweise Celina anschaut, die geht dann zum Kajaken. Kleinere Runde, 3-4 Meilen, gemütlich um diese schönen Felsen rum. Paddelt dann rüber. Hat da jemand den Ort zum Supermarkt? Du fährst jetzt erst einkaufen, oder was? Das ist der Kuli. Ja, den jetzt muss man. Klasse, Kuli. Alright, next! Logisch. Doch, ist ein Kuli. Hinten, Achtung. Nein, das ist ein Fischerboot. Also, das ist, Entschuldigung, aber mehr sehe ich. Ich hab's denn was dann.
perfekt. Okay. Super. Genau, die Morgenwäsche. Das glaubt kein Mensch, würde ich das nur erzählen. Was ist das? Rasieren. Ich hab gesagt, der filmt das, weil er sagt, das glaubt mir kein Mensch, würde ich das nur erzählen. So. Da hinten ist noch was, hey. Eine kleine Insel hast du noch stehen lassen. Du, kleine Insel hast du noch stehen lassen. Da, genau. Jetzt. Na ja. And visitor yellow kayak on deck. Zwei Optionen, 16 Uhr und 18 Uhr. Wir sind bis zu dem Lokal, waren wir mindestens eine Dreiviertelstunde unterwegs. Bei mir Küchendienst!
Küchensklaven. Ja. Ich trinke auch mal Bier, aber es schmeckt so wie am Sonntag. Okay, we proudly present you Mr. Fireman. Schauen Sie doch auch nicht oben. Was aufschreiben? Noch eine Flasche Sekt mehr mitbringen. Nein, eine halbe Stunde früher los. Fotografieren, eine halbe Stunde früher los. Prost! Das kannst du aber genau nachrechnen. Das ist der echte einzige Nachteil an diesem Plastikschuss. An der Stelle möchte ich mir auch deinen Namen von Marolka und
mir natürlich bedanken, dass ihr da alle mitgemacht habt, dass ihr so vorurteilsfrei hier angekommen seid und hoffentlich auch mit uns ein bisschen zusammengewachsen seid. Ich habe den Eindruck jedenfalls. Und sollte irgendetwas nicht funktioniert haben im Nachhinein, also euch überlegt, wie die Woche verlaufen ist, dann sagt es uns bitte. Und wenn es ganz positiv war, sagt es allen anderen. Also dann sagen wir mal gleich das Positive. Ja. Ja? Das Positive ist, dass auch die Anfänger bei euch eine Chance haben, ja, genau. Weil ihr unvoreingenommen an die Anfänger rangeht, genau. So als ob es die totalen Profis sind. Und man muss aber als Anfänger dazu sagen, dass man sich immer gut aufgehoben fühlt bei euch. Ja? Man hat also nie das Gefühl, dass man allein gelassen wird, sondern es sind immer so die suchenden Blicke der Adlereltern. Wo sind denn die Kleinen? Wo fliegen sie gerade? Wo turnen sie gerade? Das gibt einem schon die Sicherheit, dass man dann auch sich selber mitfahren traut, muss man ganz ehrlich sagen. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Das ist natürlich.